Hallo YouTube und seid alle recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier der Sonne Entging. So, Dankeschön für die ganzen Likes, Kommentare, wie immer, Ehre hier draus. Ich hoffe, ihr verfolgt es trotzdem weiter und jetzt legen wir los, weil heute ist ein wichtiger Tag. Wir werden unseren Kettensägenführerschein endlich machen. So, und dann würde ich sagen, starten wir rein. So, dann werden wir mal den Wappler von rufen, deinem dass Buch. Der Wappler hochfährt. Macht der ja wieder nichts hier, Mann. Unglaublich. Steht der nicht an sein Telefon, der Wappler? Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Mann! Wappler, guten Tag. Ja, Wappler, der Bier hier. So, ich fahr jetzt guten los. Tag. Ich bin auf dem Weg da hoch. Zu der Bockerbude. Ja, ich bin auch gerade am Weg. Ah, cool, das es passt. War der Empfang etwas schlecht, weil ich gerade im Wald bin. Ach so, okay. Aber wir treffen uns beim Karl-Heinz Bockerbude. Genau, wir treffen uns oben. Und ihre Beine werden dann auch geliefert, den Tag hier, ja? Gut. Das ist gleich. Bis gleich. So. Hoppala. Mensch, der Mais. Der steht hier hoch. Bisschen grün. Wunderbar. So, jetzt jagen wir einfach hier hinten hoch. Hier ist wirklich nix, hier ist so gut wie nix hier, du. Alles weit hier, nur Wiesen und Felder hier hinten, du. Aber auch wirklich da oben, Mensch, der Karl-Heinz von der Bockerbude, der wohnt aber wirklich wie sich wo. Komplett weit weg von allen. Wir müssten eigentlich, guck nochmal auf meine App gucken, aber eigentlich müssten wir da oben ankommen. Ah, oh, sag ich doch. Voilà. Wunderbar. Das läuft ja. Mann, ich bin voll aufgeregt. Hauptsache bestehen wir auch die Prüfung da. So. Ist da ja keiner. Ruf ich den mal an, ja. Den Channel? So, verstehe ja nicht, wo der ist. Ihr sagt bei den der vom Bankerbudhof, wo wir waren. Keiner da. Muss ich doch mal ja mal planen, auf, wo der bleibt. Unglaublich. Das ist da alles nicht wahr hier.
Sag mal, mein Telefon, kannst du eine Tonne treten? So. Wappler, guten Tag. Der Wappler, jetzt stehe ich ja meine von der Bockerbude auf dem Hof. Jetzt ist wieder ja von der Bockerbude oder sie hier. Tut mir leid, ich habe eine leichte Verspätung. Ich bin in der letzten Einfahrt zu Ihnen unterwegs. Die nächsten 1 bis 2 Minuten bin ich am Okay. Hof. So. Da hat leider irgendjemand sein wissen das. Ja. Ja. Da Ja. steht mitten im Weg eine Brücke, Die Brücke steht ein im Drescher. Weg. Da fliegst du zu ihr nicht. Haben sie die zu hoch gesetzt oder was, dass die im Weg steht? Kann man da nicht drüber fahren? Na, für den Drescher, für Schneidwerk, Anhängerbrücke steht da im So. Weg. Ach so, ich dachte, eine Brücke für den Wasserfluss. Nö, nö. Ein So. Aquädukt haben sie da noch nicht gebaut auf der Landesrum. So. Und wo ist der So. ja von der Bockerbude? Der ist im Wald irgendwo. Was? Sind die Eichhörnchen? Nö, der musste vom Lohnunternehmen aufgrund unbekannter Probleme innerhalb des Lohnunternehmens einen Auftrag übernehmen, damit ich zu meinen Heu komme. Der Skandal! Kann ja nicht So. wahr sein. Keine Ahnung, wer diesen Auftrag weitergegeben hat. Unglaublich. Hat der wieder nicht zugehört, der Tobi, wa? Ach Mensch, ey. Bitte kannst du mit so Ja, nicht arbeiten hier. Sachsen-Paule. die Jugend von heute. Na, kannst du was sagen, ey. Na, ich ruf dir mal nochmal schnell an. Ich bin ja hier auf dem Hof. Ich warte hier, ja? Ich bin gleich da, ich bin schon So, bei Feld 4. ich ruf den erstmal an, den Fohlen. Ich schieße ich jetzt eh mal an den Tobi, halt, das ist doch die Wahrheit, Ja. was? Was soll denn das, Sachsen-Paule? Das habe ich dir jetzt schon wieder gemacht. Ich hab dir gesagt, du sollst die Bayern hochfahren und nicht hier den Förster anrufen, dass der das macht. Hab ich da gar Hättest nicht. du mir für doof, oder was? Weiß nicht. Du Aber kannst sie doch nicht haben. jemanden, wo ich jetzt den Lehrgang mache, den Auftrag geben, der soll mit mir Lehrgang machen und nicht Ballen fahren. Hab ich doch gar nicht. Da musste doch. Wusste doch keiner was. Ich hab dir den Auftrag gegeben, Mann. Ach, Mensch. Sachsenbauer, du machst nur Blödsinn. Sind jetzt noch welche auf dem Feld 100, die noch geholt werden Da will müssen? ich doch nicht. Rufen Förster an, Mann. Ja, mache ich. Naja, jo, na klar. Jo. Verdammte Axt hier. Wiedersehen. Wiedersehen. Kann doch nicht sein. Ist ja, wirklich. So, habe ich geklärt. So, Herr Bier, wo sind Sie denn jetzt Ich unterwegs? stehe ja, ich steh am Tor, ja, bei dem Herrn Bocker von der Bude hier. Na ja, dann sind Sie falsch. Hä, Sie haben doch gesagt, auf dem Hof von der Bockerbude. Der ist hier oben. So, am Moment, ich komme entgegen. Ja. Ja, Wappla. So, mir nach Marsch. Haben Sie auch eine Umkleidekabine? Ich muss mir da noch umziehen. Wir müssen nämlich auf den Holzhof. Da war ich doch gerade. Ach so, hier. Mann, der hat ein Gerät hier. Hier, das ist auch hier. Abriss. Das habe ich gesehen beim Landhandel. Da haben sie gerade. Ich dachte, das ist eine Abrissmaschine für Landhandel. Dass der endlich wegkommt. Nö. Das ist ein Holzhäcksler. Da kommt das Geil. ganze Holz rein und hinten kommen Holzschnitzel raus. Das ist ja ein Monster. Und hier sind die Stämme für Sie schon vorbereitet für Aua. den Motorsägenführerschein. Aua. So,
Ich muss aber mir aber umkleiden. Sie bitte um. Ja, bitte einmal. Einmal drehen verkleiden. Drehen Sie sich mal um. Was will der keiner sehen? Naja. Komm. Was soll denn das? So, hier den. Und dann eben den. So. Und die Hose. So. Und die Kettensäge. Ich bin bereit. Ja. Wenn man sie so ansieht. Also von außen sehen sie ja schon wie Arbeit aus. Gut, ne? Jetzt ja, jetzt machen wir das Innere. Jetzt geht los. Kommen Sie mal zu mir. Hier haben wir einen Holzstamm. Ja. Darf dir nicht fällen, steht da. Ich hab noch nicht, bestimmt noch nicht, weil ich den Kettenführerschein noch nicht habe, die Berechtigung noch nicht. Genau. Wenn Sie diesen Holzstamm ansehen, ja, der liegt hier am Hang. Das heißt, dieser Holzstamm hat hier in der Mitte eine Spannung. Ja. Wenn Sie den hier abschneiden würden, würde Ihre Säge stecken bleiben. Deswegen haben Sie noch keine Berechtigung, solche Stämme zu schneiden. Ach so. Die bleibt dann einfach stecken, wenn man die da so schneidet. Ja, das ist die Verspannung. Spannung ist es im europäischen Kettensägenzertifikat erst Teil 2. Ach so. Da. Hier liegen Stämme am Boden. Die ja, haben keine Verspannung. Versuchen Sie einmal diesen. Einen Moment, kommen Sie mal her. Ich montiere mal eine Kerze rein in Ihre Motorsäge. Genau, eine Kerze. So, jetzt können Sie diese Motorsäge auch starten. Versuchen Sie diesen Stamm einmal zu schneiden. Jetzt, egal wo oder irgendwo den Punkt nehmen. Hier ist nicht markiert, ne? So, warten Sie. So, Achtung! Ah. So. Gucken Sie mal, wie sauber der Schnitt ist. Genau. Jetzt nehmen Sie diesen Stamm, den Sie da abgeschnitten haben, den kleinen. Den kleinen, ja. Und den legen Sie ihn gleich drüben in die Häckselmaschine. Bis da hinten hin. Oh. Meine Güte, ist der schwer. Der sieht so leicht aus. Gedenkt, das ist ein Zentralheizungskind. Das sieht aus wie so ein. Eigentlich wie so ein. Ah, so ein Zahnstocher, Mensch. Aber der ist voll schwer. Guck mal, na, Sie brauchen ja nicht gleich den Notarzt rufen, nur weil ich hier einen Baumstamm jetzt da hinlege, Mensch. Der Wappler. Naja. Hier, da ruft das, was ich von Ihnen mitbekommen habe. Ach. Ja, der Notarzt schon standardmäßig. Grüß Gott. Tag, Rettungsdienst. Der Baum ist nicht mehr zu helfen, ich hab mal erlegt. Das ist gut. Der Herr B. macht jetzt gerade den Motorsägenführerschein, deswegen habe ich Sie gerufen. Sicher ist sicher. Ja. Machen Sie mal ruhig weiter. Ja. Wenn Sie mich brauchen, ich sitze im Fahrzeug. Ja, können Sie mal Kaffee. Genau. Der Knebs einen coolen Polizisten, der nimmt dir noch Steuergelder ein. Kannst du nicht ruhig alles auf dem Kaffee leben. So, Herr Bier. Als nächstes? Warten Sie mal bitte kurz. Herr Wappler, ich muss mal kurz Luft holen. So, jetzt geht los. Bin bereit. Entschuldigung, hat Schluck auf. So. Als nächstes machen wir kleine Schnitte, damit wir das Ofen fertig haben. Das heißt maximal 33 cm. Zeigen Sie mal, wie gut Ihr Augenmaß ist und schneiden Sie mal kleinere Stücke runter. 33 cm. Maximal. Da, da,
das jetzt? 4, 30, 40, 4, 60. Ich muss ein bisschen tierisch mathematisch rechnen. 30, 31. So. So. Verdammte Axt. Bleibt euch heiter still, Mensch. Da zittert die Hand, Mensch. So. Ist weg. Da stäfte der Puma ein, so wie sie reden. Ist weg. Zeig später draus gemacht. Verdammte Axt. Herr Bier, Sie sollen ein Kettensägen. So. Zertifikat machen, kein Kettensägen-Massaker. Na, warum geht der es nicht ab? Doch durchgeschnitten. Dankeschön. Wie groß ist der? Oh, 3, gucken Sie mal, 0,3. Perfekt getroffen. Sensationell, Mensch. So, machen Sie doch 5 Stück, bitte. 5. 3. 1. 5. Der war zu groß, verdammte Axt. Schiete. Oh, ich sehe hier den Strich nicht, Mensch. Oh, was hat denn der mir dafür eine Kettensäge verkauft, der Müllermann? So, 1, 2, 3, 4, 5. So. Der ist auch, Mensch, gucken Sie mal, Herr Wappler, 0,3. 0,3. 0,3. 0,3. Und 0,3. Cool, wa? Perfekt. Hätte ich Ihnen nicht zugetraut? Ja. Das dachte ich schon, mir. Sie sind wieder so ein muttermilchgetränktes Zentralheitskind, aber ja. Das funktioniert anscheinend. Wo ist denn eigentlich hier Paul von der Günther Paul von der Bockerbude? Ja, ist er doch. Da! Na? Karl-Heinz, kick mal! Kick da mal! Ohne Zentimetermaß sollte 0,3 Millimeter schneiden, was ich geschnitten habe 5-mal, Mann. Ja, schaut ja nicht schlecht aus. Na. Gut. Aber meine Freunde, ja. Das soll es für die Folge gewesen sein. Wie gesagt, wie weiter, ob wir den Schein bestehen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ne? Lasst ja einen Like da, schreibt in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Entschuldigung, dann würde ich sagen, habt da hoffentlich Spaß gehabt und dann bis dahin. Tschüss und da.